Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wir fangen das Video an mit dem Durchbruch. Wobei, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen getauscht, eine kleine Tauschrunde mit ein paar Freunden und habe da zwei neue Luckys bekommen. Das habe ich wahrscheinlich zuerst eingeblendet. Schauen wir mal. Regi Steel. Nee, den brauche ich nicht. Ich brauche Regi Eis und Regi Rock. Das ist genau der Regi, den ich nicht brauche. Naja. Ansonsten heute. Ansonsten heute einfach ein bisschen chillen, ein paar Sachen erledigen. Ja, und ihr begleitet mich halt, so wie immer. Kamera gerade erst ausgemacht und schon habe ich einen 10er. Ich hatte zufälligerweise aus Versehen 9 10er. Deswegen musste einer weg. Leider Dratini, die kann ich so gar nicht gebrauchen. Es gibt aber ein paar neue interessante Sachen aus den 10ern, aber ja, Dratini gehört nicht dazu. Kleiner Fail, Leute. Also ich habe jetzt Arenen gemacht. Da musste ich zur Arbeit Teammeeting. Zumindest dachte ich das, aber das wurde verschoben auf Dienstag. Jetzt bin ich umsonst hier rausgefahren. Ah ja. Also nicht ganz umsonst, weil Samstag findet GMC 19 statt. Und ich habe noch Tickets klar gemacht, weil ja, unsere Arbeit, also meine Arbeit veranstaltet ist. Ich freue mich drauf. Ich muss nur schauen, wie es aussieht, weil ich muss eigentlich nebenbei für das Event auch noch arbeiten. Ob das alles so per Handy funktioniert und das Event dann noch genießen. Vor allem, das fängt um 18 Uhr an. Und Samstag 18 Uhr ist immer noch C-Day und die Entwicklungsstunde. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Aber ich freue mich drauf. Ihr wisst, ich bin großer MMA-Fan. Das wäre so meine erste Live-Veranstaltung. Und Tickets umsonst. Beste Live. So, Leute. Aufnahme läuft. Ich nehme schnell einen Kapil-Trade mit. Denn der wurde von 2 auf 3 befördert. Einfach draufhauen. Kampfpflanze, genau. Dementsprechend haben wir auch Psycho dabei. Oh, übrigens, egal, passt. Okay. Wird schon. Kriegen wir es noch einmal durch? Hier ging es noch einmal durch. Ja, ein gutes Drittel hat Mewtwo abgezockt. Jetzt kommt Entei. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so läuft mit dem Event. Ich lache, weil viele sagen, das ist nicht mal ein Event. Das ist ein Equinix-Event, nicht Equinox. Aber ich finde es ganz okay. Zeit zum Entspannen. Lunastein ist ein bisschen zu selten für meinen Geschmack, aber sonst. Und wisst ihr, was ich hätte einsetzen können? Bei Quasar mit Flugattacken. Bei Quasar hat zwar keine Flugattacken, war gar nicht theoretisch. Aber ja, easy, kein Problem hier. Auch unvorbereitet, einfach draufhauen. Es reicht sogar sehr, sehr leicht. 70 Sekunden. So, abgehakt. Ich schaue zwar sehr konzentriert auf die WP, aber ich habe gar keine Ahnung, was ein 100er ist. So, oh Gott. Er will sich noch per Karten einscannen für sein Team. Ja, also das Ende drehen wir jetzt hier nochmal, ein bisschen verbessert. Ein bisschen was anderes für den Auftraggeber und dann schauen wir mal. Was ist los? Der ist krass, oder? Der ist krass. Der ist echt krass. Also er hat mich letztens zerstört, als wir gespielt haben für das Video. Deswegen müssen wir das nochmal drehen, weil die Differenz zu groß war. Die Zerstörung war zu hart. Ja, da ist er nicht. Doch, ja, hier, genau. Ja, Mann, genau das ist es. Das sind ja die
Kann man die auskennen? Oh mein Gott, Bruder, was ist das da unten? So, ist das nicht ein Scan-Dinglein, oder? Oh mein Gott, das sind die Waffen, Alter. Doch, das kannst du auch einscannen hier oben. Oh mein Gott, das sind die Waffen, Alter. Oh mein Gott, ich scanne heute alles ein. Oh, ich scanne heute alles ein, Mann. Wenn du den hast mit dem, Alter, dann zerstörst du den. Ja? Und ich hab echt, da waren Leute, die konnten fünf Waffen tragen, Mann. Die haben mich zerstört, Mann. Gut. Da hat sich echt begeistert von dem Spiel. Das macht echt Spaß, Mann. Ja. Ich meine, in ein paar Ländern ist es ja schon verbreitet und beliebt, also. Naja, das sieht man ja auch online, weil die kommen dann mit Sachen, die kenne ich gar nicht. Ja? Aber ich bin jetzt gespannt. Ob es hier in Deutschland irgendwie Anklang bekommt. Ich hoffe es, ja. Ein paar Spieler werden das Spiel. Bin zuversichtlich. Ja. Vielleicht ein paar von euch, nachdem ihr jetzt das Spiel kennt. Gehen wir. Schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Muss natürlich hier noch gut zusammengeschnitten werden. Ansonsten, wenn du willst, können wir noch was essen gehen. Ja, Mann. Ja. Auf jeden Fall. Da schon so. In diesem krassen Dönerladen. Welcher? Der war der U-Bahn da vorne. Was? Nee. Ja, gehen wir einfach hin. Okay. Also wir gehen jetzt, falls der Laden noch offen hat, aber ich denke schon noch, zu einem krassen Dönerladen, wahrscheinlich Top 2 in München, wenn nicht sogar der Beste. Ich muss sagen, ich habe letztens einen der schlechtesten Döner in meinem Leben gegessen. Und zu meiner Schande war das direkt bei mir im Einkaufszentrum Miga für 3 Euro. Ich dachte, probiere ich mal aus, oder 2,99. Weil damals in Pasing gab es auch einen für 2,99 und der war gar nicht so schlecht. Der war sogar recht gut. Aber das war echt traurig. Das war echt traurig. Aber der da vorne ist echt krass. Den gönnen wir uns jetzt. Nimm mir schon Eiskaffee. Echt jetzt? Ja, das sind die. Oh, sorry. Muss nur schauen, wenn ich nicht bei der Bank war, ob das noch reicht hier. Erstmal saftigen Döner, gepaart mit vietnamesischem Eiskaffee. Direkt nebeneinander, das haben die echt clever gemacht. Das ist der neue Trend. Döner ist echt krass, Mann. Das war echt Himmel. Die Vietnamesen hatten keinen Kaffee zum Mitnehmen. Jetzt bin ich zu den Chinesen hier gegangen. Bubble Tea is back. Gönn ich mir jetzt mal was. Wir haben uns endlich entschieden. Da haben wir noch was richtig krasses. Ich muss das mit beiden Sachen hier aufnehmen, warte. Go! Achso, muss ich das da drauf tun? Oh mein Gott, was für ein Pan! Und erstmal hier eine Münze drauf. Ach so. Und da drücken. Ja, okay. So. Ich muss hier eine Instruction schreiben. Ja, mach. Bist du soweit? Ja. Eins geil. Vor Zuschauern. Ja, das macht ein bisschen mehr Spaß. Ich muss auch ehrlich sagen, Mann, ich habe auch lange nicht mehr mit dem Auto geradet und da bin ich auch froh drüber, weil das war auch immer sehr anstrengend. Das war schon fast eher Zwang. Hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Und das letzte Mal, wo wir hier rumgelaufen sind und so, das war echt angenehm. Weißt? Wenn du schön im Wetter hast und so. Da macht es echt Spaß. Da macht es echt Spaß. Weil das war echt. Nee. Ich bin immer ein paar Zuschauer oder irgendwelche Leute. Ich weiß nicht nochmal. Irgendwas Dragon Ball Super, oder? Ja, so. Son Goku, Alter. Ja, ja. Ja, aber man muss immer die ersten Buchstaben angeben. Ach, stimmt, ja. So, Tati tauscht mir jetzt sein einziges Gigantina. Ist irgendwas Besonderes? Und so bei Quasar oder so? Gib mir irgendwas, was du viel hast. Hast du Rikus? Also, nee, der ist zivilliert. Ja. Gib mal dein Quasar. Dann kriegt man 100 Euro. Ihr wisst demnächst das neue Feature Lucky Friends. Aber wir sind keine Lucky Friends. Und Fazit zum Bubble Tea. Nicht so gut. Nicht so wie früher. Viel zu natürlich, viel zu nicht süß, viel zu nicht künstlich. Leider nicht. Leider kein Lack. Oder gar nicht so schlecht ist. Muss ich nochmal checken. Auf jeden Fall damals, ich erinnere mich noch damals, hat das viel besser geschmeckt. Ganz anders. Konsistenz. Viel milchiger, viel
Keine Ahnung, das ist halt einfach nur Tee mit Milch. Ich weiß nicht, Mann, das gefällt mir nicht. Also damals gab es ja diese Kontroverse, dass im Bubble Tea so viel Chemie ist und das giftig ist oder so. Und dann sind die ja eigentlich alle ausgestorben. Und jetzt sind sie, glaube ich, ohne Chemie wieder zurück, weil so kann ich nicht empfehlen. Die Frage ist, wie lange bleiben sie ohne Chemie vorhanden, oder? Weiß nicht, vielleicht, also es war ja sehr beliebt, also anscheinend gefällt es den Leuten, aber mir nicht. Mir hat es sehr chemisch gefallen. Trink das Ding mal aus jetzt, oder? Ich kann das nicht austrinken, das schmeckt echt gar nicht. Ich zwing mich schon dazu. Ja, aber was für vorne gekostet hat, Mann. Ey, ich hab schon gesagt, lieber einen zweiten Döner als das hier. Mal. Wir sehen uns, war geil. Cooler. Danke. Dann sehen wir uns am C-Day. Aber nein, ja. Auch mal so, ja. Vielleicht auch früher, ja. Ciao. So, das war mein Tag gestern. Mal schauen, wie das Werbevideo wird. Hoffentlich passt es den Leuten diesmal so. Ah, dann haben wir hier noch. Kann ich euch das zeigen? Wahrscheinlich schon. Die Tickets. Ich muss immer noch eine Begleitperson finden, weil keiner hat Interesse an MMA. Aber wird schon. Mal schauen, wie wir das machen, weil das fängt um 18 Uhr an und 18 Uhr ist immer noch Gekkebo C-Day. Wobei Gekkebo ist jetzt nicht so interessant. Kann man schon eine halbe Stunde, eine Stunde davon verpassen. Ansonsten kam noch gestern Abend überraschende Neuigkeiten. Nächster Raid Boss, Giratina. Und dann Giratina Urform. Normalerweise kündigt Niantic sowas nicht rechtzeitig, nicht früh genug an. Aber vielleicht lernen sie aus ihren Fehlern. Vielleicht wollen sie sich verbessern. Besser kommunizieren mit uns. Weil jetzt haben sie es ungefähr eine Woche vorher angekündigt. Giratina Wechselform zurück. Das ist die Form, die wir bereits hatten. Was mich sehr freut. Giratina momentan 1 von 3 legendären, was ich nicht Minimum 96 habe, dementsprechend noch nicht gemaxt habe. Und Lucky kann ich auch noch gebrauchen, deswegen freue ich mich sehr. Das Gute ist, man braucht nur eine der beiden Formen Lucky und dann hat man einfach beide Lucky im Pokédex. Aber ich will, glaube ich, trotzdem beide als Lucky haben. Giratina Wandelform ab dem 28. Bei uns halt der 29. wie immer, einen Tag später. Das sind genau 5 Tage, habe ich mir schon angeschaut, weil ich bin auf der Jagd nach einem guten Giratina. Und direkt danach, vom 2. April, also bei uns der 3. April, bis zum 29. April, Giratina Urform. Ja, Konter gehen wir durch in der Woche, wenn es soweit ist, weil jetzt wird es eh wieder vergessen. Aber das war's von mir, Leute. Abschließende Worte. Bubble Tea ist eklig. Okay, eklig nicht, aber nicht das, was ich gesucht hatte. Also früher war einfach viel mehr Chemie drin und das hat mir getaucht. Diese bunten Kugeln, die aufplatzen und diese ganzen bunten Drinks mit verschiedenen Geschmäckern. Und ich hatte einen Bubble Tea Laden, der hatte was, das hieß Snow Powder. Das war echt... Ich kann es nicht beschreiben. Es war schon Bubble Tea, aber fast in Richtung Shake. Sehr schwer zu beschreiben. Also ihr Bubble Tea Experten, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Weil das, was ich gestern getrunken habe, das war gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich suche diese Dinger, die in den Videos immer vorkommen. So von irgendwelchen asiatischen YouTubern, die immer Boba trinken gehen. Sowas suche ich. Und das war halt echt so, ich gehe in den Teeladen und trinke Tee mit bisschen Milch. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Bubble Tea Experten, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.